Oh, ist ready, Hallöle. Tja, ich mach mir das jetzt mal ein bisschen einfacher. Natürlich haben wir wieder die dreckigen Loser-Bullen hier am Arsch. Aber was sollen wir machen? So ist das Leben. Tja. Kann man nichts machen, die nerven einfach weiter. Zerstören einen das Spiel. Hey, how can I help? No problem. I'll get him off your back. Holen wir uns jetzt einen Hubschrauber, dann kommen wir auch leichter drauf. Oh Mann. Naja, so sehen wir mal was von der Karte. Chief. Wäre auch cool, wenn so Schiffe außen draußen auf dem Meer rumfahren würden. Aber naja. So ist das halt alles. Die schönsten Details gibt es nicht. Jetzt werden wir gleich wahrscheinlich von dem Sicherheitspersonal abgeknallt. Freue ich mich jetzt schon drauf. Obwohl mein Hubschrauber da steht. Ja. Das Game ist halt so hohl. Mach mal auf. Brav. Lol. Ja, das ist ein U-Boot, wa? Mit dem Ding müssten wir mal fahren hier. Das ist ein Schlachtschiff. Richtig geil. Ein richtig fettes U-Boot. Ist auch noch nicht fertig. La, la, la. Potenzial steckt auf jeden Fall noch in dem Spiel. Nur ob es halt konsolentechnisch möglich ist, weiß keiner. Danke Leute, danke. Jetzt habe ich wieder Bullen am Arsch. Finde ich ja wieder super cool. Ich will da hochlaufen, nicht hochfliegen. Hau rein, mein Freund. Er fällt aufs Maul! Leute, das Spiel ist so lächerlich, ne? Die sind alle runter aufs Maul gefallen. Boah, wie gestört kann ein Game eigentlich noch werden, ey? Weißt du, wenn das echt so realistisch wäre, wie sie das angepriesen haben an manchen Ecken, ne? Ey. Ich fall doch nicht einfach stumpf wie ein Stein von irgendwo runter. Was ist los mit denen? Toll. Gibt's nur eine Möglichkeit, den da runter zu kriegen. Mit einem anderen Heli oder Onkelmechanik. Ich hoffe, das klappt. Naja. Nicht wirklich. Das ist doch doof, ey. Weißt du, da will man mal Fun haben und irgendwo hochklettern.
Nö, die Spielmechanik ruiniert einen wieder alles. $9000, nicht schlecht. Oh, geil. Gibt ja irgendwie so einen Glitch, dass man im freien Modus bauen kann. Das wäre jetzt auch mal lustig. Der Hubschrauber. Ey, geil. Ich klau mir den mal, ne, mein Freund. Das wäre doch mal nicht schlecht. Wir versuchen es nochmal. Auf der anderen Seite. Diesmal springen wir da drauf. Risiko ist zwar auch groß, aber die Physik ist so oder so behindert, deswegen versuchen wir nicht nochmal auf den normalen Weg. Ach, so geht's oder was? Geil! Ja, der andere ist gleich runtergekullert. Bitte tötet mich jetzt nicht, Freunde. Ah, geil! Hier sind wir sogar noch geschützt durch die Dinger an der Seite. Geil, 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 geil. Ich bin der Brückenbesteiger. Huch. Hoffentlich fliegt er nicht auf Fresse. Knapp da hinten. Oh, jetzt wird's steil. Ja, hier sind ja sogar noch Bestufen. Ja, hallo. Gibt's hier gleich noch einen geheimen Erfolg oder was? Ja, wir haben es geschafft. Geil. Danke, GTA 5 Player. Für den Hubschrauber, ne? GTA 5 Gamer 10. Hihi. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir endlich Spaß machen. Hihi. Ja, wo ist der Onkel? Oh, wo die alle da unten sind, ey. Die wissen nicht, dass ich hier oben bin. Ich wollte ja schon mal was ausprobieren. Das wäre irgendwie fies. Ja, und morgen, Kleiner. Jetzt rennen wir darüber, würde ich mal sagen. Obwohl, doch, machen wir. Dann haben wir die Folge mal ein bisschen länger. Hoffentlich fallen wir nicht auf Fresse. Hui! King! Ja, von hier aus sieht's auch cool aus, der Hafen hier. Ja, die bekämpfen sich da. Der Brücken-Johnny hier. Weißt du, von hier klappt das. Hier kannst du laufen wie ein Bekloppter, ohne irgendwie wegzurutschen. Aber vorhin direkt... Ah! Boah. Meine eigene Crew nimmt sich auseinander. Nimmt sich gegenseitig auseinander. Finde ich nicht so schön. Naja. Irgendwie auch lustig. Die Kinder streiten sich. GTA 5 Gamer, ich nehme alles zurück, du bist ein räudiges Arschloch. Tut mir leid, aber... Leute, er hat euch die lange Folge versaut. Ich bin nicht gewillt, das jetzt nochmal zu machen. Erstens ist hier kein Hubschrauber in der Nähe. Zweitens habe ich keine Luft darauf. Da habe ich schon Lust darauf. Also, GTA 5 Gamer, vielen Dank. Die Folge wird auch nur 10 Minuten sein, anstatt 20, 30 Minuten. Hast du super hingekriegt. Ja, du bist garantiert auf Weed, mein Freund. Wo ist der? Der kriegt jetzt noch ein Kopfgeld und dann ist die Folge leider zu Ende, Freunde. Tja.
So ist das. How can I be of service? Sure thing. Who's a target? And what are you prepared to pay? Okay, let me speak to someone. Let me speak to someone. Oh. Schnappt ihn euch! Lol. Ja, Skylex, das ist so richtig... Bra. Schießt du hier da rum wie so ein Blöden? Hello, the target is down. Contact me if you need anyone else. Ja, lässt du, Alter. Ah. Carlo! Ich steig mal ein, vielleicht fliegt er hoch genug, dass wir drauf springen können. Fallschirm. Komm, flieg ein bisschen höher. Komm schon. Lass es dem Zufall so sein. Höher. Was machst du denn, Ubisowski? Nein, er hat eine Terrorader. Er wird nicht zu der Brücke fliegen. Tja, dann war's das aber auf jeden Fall. GTA 5 Gamer hat uns die Tour versaut. Aber ich beende die Session an der Stelle jetzt auch. Ich habe jetzt so viele Folgen aufgenommen, ich bin pelat. So. Na, schauen wir mal. Entweder ab jetzt auch nur noch alle zwei Tage die Folgen oder wie gehabt 10 Minuten Folgen. Vielleicht aber auch wieder normal die Folgen. Ich weiß es nicht. Genau. Aber schauen wir mal. Also denn, macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Onkel. Tschüss.